Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Minoxidil-Experiment. Heute in Woche 45 geht es wie letzte Woche schon angekündigt um die trockene Haut, unter anderem. Die am häufigsten auftretende Nebenwirkung bei der Minoxidil-Kur geht hauptsächlich auf den in den meisten Minoxidil-Produkten enthaltenen Alkohol zurück. Dazu kommen dann noch äußere Einflüsse wie starke Kälte, Sonne, Wind und Wetter. Davon hatte ich diese Woche genug bei ein paar so richtig männlichen Aktivitäten. Zum Beispiel beim Autofahren. Yeah! Oder beim Baggern. Männlich! Und beim Archaischsten von allem. Beim Jagen. Und sind jetzt meine Barthaare von all diesen männlichen Aktivitäten stärker geworden? Sehen wir uns das doch einmal an. Eine Sache, die mir wirklich gefällt, ist, dass seit dem ersten Schub sich neue Barthaare zwischen Unterlippe und dem Kinn entwickelt haben. Auch fällt mir auf, dass die Bartfarbe wieder sehr dunkel geworden ist. Es hat zwar lange gedauert, aber ich bin definitiv am richtigen Weg. Wie weit sich diese Stellen noch füllen lassen, wird die Zeit zeigen. Aber die Entwicklung bis jetzt motiviert mich auch, aktiv weiterzumachen. Denn wie man sieht, kann man selbst nach über 10 Monaten noch weitere Erfolge erzielen. Aber wir waren ja eigentlich beim Hautthema. Das werde ich heute allerdings anders machen. Und zwar gibt es das Spezialthema als eigenständiges Video. Also wer wissen will, wie trockene Haut aussieht, der kann sich das hier ansehen. Ich erzähle euch einmal, wie ich das Problem mit der trockenen Haut in den Griff bekommen habe. Wer meine Videos kennt, der weiß, dass mir die trockene Haut sehr zu schaffen gemacht hat. Meine Lösung? Einfach nicht so idealistisch sein. Konsequent schon. Das Minoxidil immer regelmäßig auftragen, aber nicht auf Kosten einer gesunden Haut. Wenn man anfängt mit der Minoxidilkur, dann ist man sehr motiviert. Man möchte unbedingt am schnellsten die besten Erfolge haben und man möchte alles richtig machen. Aber hat man die Haut einmal aus dem Gleichgewicht gebracht, dann wird es kompliziert. Ab einem gewissen Punkt hilft das ständige Schmieren von Cremen oder Öl auch nichts mehr. Deshalb ist es wichtig, das Gleichgewicht zu halten. Folgende Dinge haben mir dabei geholfen. Einmal der Minoxidil-Schaum. Dieser trocknet die Haut nicht so schnell aus, ohne dass man dabei auf Minoxidil verzichten muss. Ich wasche mir zum Beispiel auch nicht immer das Gesicht. Egal ob vor oder nach der Minoxidil-Anwendung, wenn man sich das Gesicht mit Seife wäscht, ist das eine weitere Belastung für die Haut. Wenn ich mir das Gesicht wasche, dann meistens nur mit Wasser. Und dann auch nur mit kaltem Wasser, denn warmes Wasser, das trocknet die Haut noch zusätzlich aus. Ich weiß, es gibt ein paar Leute, die sagen, sie waschen sich das Gesicht mit heißem Wasser, damit sich die Poren öffnen, damit man das Minoxidil besser aufnehmen kann. Aber solche Leute, die brauchen wirklich eine Haut aus Stahl. Mittlerweile glaube ich auch, dass sich die Haut an das Minoxidil-Produkt gewöhnen kann. Es ist also von Vorteil, wenn man nicht gleich mit zweimal am Tag beginnt, sondern vielleicht nur einmal am Tag oder nur einmal alle zwei Tage, zumindest ein paar Wochen lang, damit sich die Haut an die zusätzliche Belastung gewöhnen kann. Das garantiert natürlich nicht, dass man keine Probleme bekommt, aber es verringert die Wahrscheinlichkeit. Ist die Hautbarriere einmal kaputt, dann sollte man schnell was tun, um sie wieder aufzubauen. Produkte, die dabei helfen können, habe ich in einem Link in die Beschreibung gepackt. Ja, das war's eigentlich schon wieder für heute. Vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank für eure Kommentare, eure Likes und eure Abos. Falls ihr noch nicht Mitglieder seid in der Bartwuchs.info Facebook-Gruppe, seid ihr natürlich herzlich willkommen oder besucht einfach unsere Webseite auf www.bartwuchs.info. Wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Bis dahin, Servus.